Oh, das Hochprozentige brennt gut in den Augen. Weiter geht's. Sicherlich kennt das jeder von euch nach einem harten Arbeitstag oder nach einer harten Arbeitswoche. Einfach mal ein bisschen abschalten, ein bisschen Musik hören, die nächstgelegene Bar, ein tolles Getränk allein oder mit Freunden genießen und einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Leider gibt es in solchen Gegenden oder auf solchen Bars immer irgendwelche Deppen, die auch der Meinung sind, ihre Aggression hier abarbeiten zu müssen. So, hier ist auch schon mein Assistent, der Lars, der mir öfters beiseite stehen wird. So, und jetzt haben wir hier schon mal die verbale Kommunikationsgeschichte, ja, oder den verbalen Stress. Ja, man sieht das schon an den aggressiven Blicken. Ja, irgendwas passt ihm jetzt an mir nicht. Ich weiß nicht, ob es an meinem Bart liegt oder an meinen langen Haaren. Keine Ahnung, was er jetzt für ein Problem hat. Aber da haben wir schon mal einen Aggressor. Also wichtig ist, dass in dieser Situation, wo wir die Aggressivität spüren, auch unser Radar anschalten. Ja? Nur schon mal den Blick in seine Richtung. Ja? Was wir niemals machen sollten, ist in solcher Situation das hier. Ja. Viel zu gefährlich. Ich biete ihm meinen Rücken an, er kann von hinten angreifen. Ich sehe nicht, was er macht. Ja? Also irgendein Problem scheint er zu haben. Ob wir es jetzt verbal lösen können oder vielleicht doch mit ein bisschen Gewalteinsatz, das wird sich ja gleich zeigen. So, Radar anschalten, die Augen sind wach. Was ist hier los? Alles klar. Jetzt haben wir schon Kontakt. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen ernster. Okay, er hat anscheinend wirklich ein Problem mit mir. Nicht der daneben sitzt, sondern mit mir. Das Einfachste in der Situation ist wirklich, da werden mir sehr viele Leute recht geben. Ich gehe einfach. Ja, wir haben einen Aggressor unten neben uns zu sitzen. Er packt mich hier schön am Gelenk und es ist klar, was gleich kommen wird. Ja, aber wir sind da ein bisschen schneller. Abstellen. Aufstehen, ganz wichtig. Und zwar so, dass der Barhocker zwischen uns steht. Als Barriere zum Schutz. Den Hocker direkt in die Kiste. Jetzt verliert er sein Gleichgewicht. Hand hoch, Hand öffnen und ein Palm Strike direkt zwischen die Augen. Die erste Situation gelöst. Ähnliche Situation, Kontakt ist wieder da. Oh nein, also ganz wichtig, aufstehen. Löst ruhig die Hand hier. Was soll das? Komm, fass mich nicht an. Oh, was macht er? Was macht er? Meine Hände sind schon hier oben in der Kommunikationshaltung. Er kommt an. Wow, die typische Kraftmager 360 Outside Defense, das einfachste, was es quasi gibt. Hand in den Nacken, it's headbutt time. Back. Kopf genommen, noch einmal nachgeholfen. Oh, das Hochprozentige brennt gut in den Augen. Weiter geht's.